Moin Leute, herzlich willkommen bei Anthony's RC Hobby Garage. Was gibt es Neues? Ich habe von Matthias, der von MFI Parts ist, drei verschiedene Spoilererhöhungen bekommen, die für die ARMA 4 und 6S Modelle gedacht sind, also Outcast, Creighton 4S sowie Notorious und Outcast 6S. Die 3D-Druckteile sind hier aus TPU, also aus sehr flexiblem Material. Und hier auf der langen Seite sind drei Vertiefungen, die das Ganze hier noch ein bisschen aufwerten. Und jede Spoilererhöhung wird mit passenden Schrauben geliefert und jeweils zwei Auflegescheiben für den Spoiler. Die kleinen Erhöhungen sind jeweils 6 mm und die größere davon ist 11 mm hoch. Das Ganze möchte ich euch hier zeigen auf meinem Notorious. Die Spoilerschraube habe ich hier schon etwas gelöst. Das Ganze wird rausgedreht mit einem Sechskantschraubendreher. Die Schrauben lege ich mir zur Seite, da man hier die mitgelieferten Schrauben verwendet. Das Ganze wird hier oben drauf gedrückt und das hat hier unten so eine Vertiefung. Und dann drückt man das hier drauf, dann den Spoiler. Und ob man jetzt hier die 3D-Druckscheibchen nimmt oder die Original, das ist jedem selbst überlassen. Wenn man die 3D-Druckscheibe festschraubt mit den mitgelieferten Schrauben, dann bitte nur mit einem Schraubendreher, da man da mehr Gefühl hat, sonst zerquetscht man das Teil. So, und jetzt zur letzten Erhöhung. Das wäre die Schräge. Die ist hier 9 mm hoch. Die hat auch auf der Seite die drei Vertiefungen. Die wird geliefert mit einer Unterlegscheibe und einer Mutter schon eingelassen. Das Ganze wird hier einfach nur drauf gedrückt und mit den mitgelieferten Schrauben befestigt. Diese sind hier mit 2,5 mm Bit festzuschrauben. Einfach hier reindrücken. Ich würde hier auch keinen Akkuschrauber nehmen. Das Ganze muss auch nicht angeknallt werden, sodass es extrem fest ist. Das soll sich noch ein bisschen bewegen. Und dann schraubt man das Ganze einfach fest. So sieht das aus. So, dann zeige ich euch das nochmal so ein bisschen kurz. So, so soll es aussehen. Und jetzt macht man einfach den Spoiler drauf. Und ich werde hier die roten Unterlegscheiben nehmen. Sieht optisch auf jeden Fall besser aus. Und jetzt nimmt man die originalen Schrauben, die hier vorher in dem Spoiler waren, und schraubt sie vorsichtig fest. Nicht gleich durchdrücken, weil es kann sein, dass man dann im 3D-Druckteil die Mutter rausdrückt von oben, wenn man jetzt zu viel Druck macht. Denn lieber hier vorsichtig die Schraube reindrehen ins Material. Ich würde hier keinen Akkuschrauber benutzen, weil da hat man nicht das Gefühl dabei dann. So, wenn das Ganze dann festgeschraubt ist, das merkt man. Hier auch nicht zu doll drehen, sonst zerquetscht man das 3D-Druckteil von oben und dann hält das nachher nicht mehr so gut. So, das Ganze ist festgeschraubt, hat dann hier auch Flex. Ich zeige euch das nochmal in der Kamera. So sieht das Ganze aus. Der Spoiler ist jetzt weiter nach hinten und dadurch auch noch etwas höher. Und das Ganze hat hier jetzt auch ein bisschen Flex. Schützt auch jetzt mehr, wenn man mit dem Fahrzeug auf den Spoiler knallt. Dann ist der Spoiler meistens in eine Karosserie rein und hat die Karosserie hier beschädigt. Mir kann das nicht passieren, da ich ja eine Unbreakable fahre. Ja, das Ganze verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Bilder und so gibt es bei MFI Parts. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, euer Anthony von RC Hobby Garage.